Hallo, schönen Tag, Nelson Ciato. Ich bin Funktionär an Northern Atom und Neurowissenschaftler. Und heute geht es um das Thema der Hirnstamm, das Zentrum des Zentrums. Wow! Also man kann sich gut vorstellen, ne? Das Zentrum des Zentrums. Das bedeutet, der Hirnstamm befindet sich in einem ganz wichtigen Ort, und zwar alle aufsteigenden Bahnen, alle absteigenden Bahnen, die müssen durch den Hirnstamm. Auch im Hirnstamm haben wir eine ganz wichtige Struktur namens Formatio Reticularis, eine netzförmige Formation, die auch 1000 wichtige Aufgaben hat. Darüber hinaus, im Hirnstamm haben wir auch die Hirnnervenkerne. Da haben wir den Trigeminus, den motorischen Kern des Trigeminus, die sensorischen Kerne des Trigeminus. Wir haben den motorischen Kern des Facialis, Glossopharyngeus, Hypoglossus. Das bedeutet, man kann sich gut vorstellen, dass eine Schädigung im Hirnstamm sowohl die auf- als auch die absteigenden Bahnen, als auch die Formatio Reticularis und als auch die Hirnnervenkerne tangieren wird. Je größer das Ausmaß der Schädigung, natürlich desto schwieriger für den Patienten, für die Rehabilitation. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Kurs Sie einen anderen Überblick über den Hirnstamm als Zentrum des Zentrums haben werden. Ich würde mich sehr freuen, Sie in dem Präsenzkurs begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund.